Ja, liebe Leute, es geht heute weiter mit dem Kabelkanik Simulator. Wir machen heute weiter mit diesem teuren Auto hier, was wir hier gerade den letzten Folgen mehr oder weniger auseinander gebastelt haben. Eigentlich muss ich alles haben, ne? Oder? Ja, doch. Gut, okay, scheinbar sind das alle Teile. Ich mache mir kurz ein Foto. Also ich habe, glaube ich, dieses Foto schon. Ich habe das, glaube ich, gemacht. Wir kaufen heute. Aber nicht alles. Aber wir müssen. Ah, nee, wir bauen ja heute zusammen. Wir haben ja schon alles eingekauft. Gut, fangen wir an mit dem Auto. Mit der Aufhängung. Jetzt geht heute ein bisschen. Ja, einfach solche ruhiger zu. Es gibt heute richtig zu tun. Das heißt, wir bauen heute Autos zusammen. So, fangen wir mal an mit dem ganzen Geschunde hier. So, mit dem ganzen leichten Scheiß. Fangen wir an mit dem, mit der Kurbelwelle. Geht die wieder rein? So nach und nach halt alles so ein bisschen. Kurbelwagen dick. Er hat ja gesagt, die sind alle defekt, die Teile. Aber scheinbar. Fahren wir zumindest für den ganzen großen Teil an. Das ist nämlich erstmal, was hier alles hier vorne alles ist. So, weiter. Machen wir denn einfach weiter? Wir fahren mal hier hinten an. Machen wir erstmal die ganze Geschichte mit dem Motor. Terrorpumpe, darf ich? Ach, Zucker vom Motorraum. Ich darf die nicht anbauen. Okay. Geht die auch, ist das Ding auch ist vom Motorraum? Ja. Alles vom Motorraum, alles vom Motorraum, alles vom Motorraum. Okay. Ölfilter rein damit. So, Aufhängung weitermachen. Machen wir mit der Aufhängung an. Machen wir mit dem Thema Aufhängung, damit wir hier ein bisschen weiterkommen. Die ist da drin. Kupplungsstange rein. Theoretisch hat er mir sehr rot angezeigt, aber wir schauen mal. So, dann gucken wir mal hier weiter. Ich habe ja fast alles auseinandergebaut hier oben. So. Ist das schon alles gewesen? Soll nicht sein, oder? Da fehlt doch noch mindestens das Lager, oder nicht? Warte mal. Da ist mal die Bremsscheibe wieder raus. Lager. Jo. Ja, ich war zu früh. Ich glaube, die muss die Bremse wieder rausnehmen. Dann gebe ich so die ja
Na gut, der zeigt bestimmt alles so 0% an, weil die ein bisschen durch sind. Aber ist nicht schlimm. Wenn er sie nicht nur, wenn er sie nicht haben will, brauchen wir sie nicht. Ja, möchte ich die Ratten aber mal rausnehmen. Radlager kann ja wieder rein, ne? So. Gut, weiter geht's. Mit der ganzen Chose hier. Spurstange kann rein. Spurstangenkopf kann rein. Gut. Das ist die komplette Vorderachse-Geschichte hier. Fangen wir hier weiter an. Ich glaube, ich habe eine Akt, ey. Ich glaube, ich habe einfach zu viel ausgebaut. So, hier die Kuppellagerbuchse rein. Habe ich hier vorhin wieder alles zusammen? Ja, ne? Sieht so aus. So ein bisschen zumindest. Aber hier, da auch noch ein bisschen was fehlt. Aber ich glaube, soweit habe ich soweit. Erstmal was hier vorne. So. Radlager rein. Hier hinten ist noch was. So. Querlenker unten. Rein damit. So. Zumindest was. Ich glaube, hier unten ist soweit erstmal wieder den Mittelschalldämpfer rein. Gut, dann fange ich jetzt da oben, fange ich jetzt wieder an, oben weiter zusammenzusetzen. Den Motor erstmal vorne. Ich zumindest, dass ich das jetzt ohne Probleme hinkriege.
Klammern da drauf setzen. Ich hoffe, dass ich den jetzt hinkriege, dass ich den zusammengebastelt jetzt bekomme. Der Vorteil ist, weil mir wird alles weiß angezeigt. Ich hoffe, dass ich alles hinkriege jetzt. Die Klammer nochmal rein. Warte mal, was ist denn das? Gut. Gut. Dann fahren wir hier mit dem Mond. Haben wir das Thema Kühler mal erstmal ad acta gelegt. Aufhängen brauchen wir nicht. Starterbatterie. Motor erstmal. Komm, Welle. Okay, warte mal. So. Starterbatterie rein. Sprungrad, ja geil. So, warte mal. Jetzt fangen wir erstmal hier mit der ganzen Geschichte, mit der ganzen Show an. Die Servopumpe rein. So, ABS-Hydroaggregat, ABS-Steuergerät rein. Nehmen wir die erstmal wieder zusammen. Weil ich so step by step das Auto zusammen wieder gebastelt habe. Vorgang vom Fahrwerk, Hebebühne, ja. Ich muss wieder von unten ran an das Auto. Oder warte mal, kann ich nicht weiter? Muss ich nicht auch weitermachen? Eigentlich da so noch ein paar. Aber geht das schon nicht, ne? Oder? Kraftstofffilter. Damit. So. Gut, zumindest da wieder alles soweit zusammen. Ich vermute, dass ich das jetzt weitermachen kann, wenn ich soweit. Haben wir ja schon wieder zusammen die Teile da. Das stimmt hier unten erst. Rein damit. Jo. So, die Pleuelstange wieder rein. Die nächste auch rein. Einmal eingebaut. Und die letzte auch noch rein. So, Motor weiter. Dann kann der Zylinderkopf wieder drauf. Die Nockenwelle. Die brauchen wir. Der hat ja gesagt, die brauchen wir ja. Die haben wir ausgetauscht. So. Die hier vorne der Absauskrümmer. Rauf damit. Jetzt mal zumindest fast den Motor wieder zusammen haben. Es tut mir leid für die Leute, die jetzt hinten anstehen mit den Aufträgen, aber so solche Karren, die Karre, die frisst halt richtig Zeit.
So, was haben wir denn hier oben noch? Nicht ganz. Die Zündkerze brauchen wir auf jeden Fall. Die kann wieder rein. Die sind irgendwo ganz gut. Und immer die Zündspule, die aber noch nicht. Die war nicht mehr gut. So, weiter geht's mit der nächsten Zündkerze. So, hier ist auch eine Zündkerze rein. Nächste Zündzings rein. So, Nockenwellenrad. Brauchen wir beide. Zahnriemen drauf. Steuergehäuse drauf. Die Umlenkrolle drauf. Generator rein damit. Schafft, dass ich in der Folge das Auto noch zusammengebaut bekomme hier. Na, schauen wir mal. So, Keilriemen drauf. Drauf. So, dann haben wir zumindest den Teil wieder halbwegs durch. Jetzt gucke ich, was sich hier noch fehlt. Der Kraftstoffverteiler. Der Ansaugkrümmer. Dann fehlt hier noch irgendwas. Nämlich die Drosselklappe, die da auch noch mit drauf muss. So, dann hätten wir so zumindest, glaube ich, vorne. Ne, hier unten ist noch eine Rolle. Irgendwas, was so fehlt. Guck mal. Aber da komme ich, glaube ich, noch was Fahrwerk ran, ne? Ja. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Wie gesagt, ich mache den Motor erst fertig, bevor hier irgendwas. Bevor ich die Achse-Saison baue. So. Wo haben wir sie denn? Muss ich schnell jetzt ran. Aufhängung und. Irgendwo fehlt da noch was. Was ist denn? Hallo, Schäfer, wo willst du denn? Wo willst denn du? Ist das hier? Fehlt dir das hier, das Teil? Drauf mit dem Schwungrad. Drauf mit der Kupplungsscheibe, dann wollen wir die Kupplung wieder zusammenbauen. Dann müsste das soweit wieder alles laufen. Nee, da fehlt doch noch eine. Da fehlt auch das Kupplungsdrucklager. Und dann kann das Getriebe dran. Die Antriebswelle noch dran. Die Antriebswelle da dran. Die Bremsscheibe drauf. Die Bremssatteltyp A drauf. Ich kann gucken. Das sind die hier. Machen wir drauf. So, dann haben wir die Seite zumindest wieder fertig. Und dann können wir uns wahrscheinlich hier an diese Seite hängen. Da fehlt nämlich, glaube ich, noch ein bisschen was. Mindestens. Hier fehlt noch eine Koppelstange.
Ist aber jetzt egal, die Reifen brauche ich jetzt noch nicht. Aber ich glaube, hier fehlt noch irgendwas. Warte mal, da fehlt ja noch irgendwas. Genau, und zwar hier. Dann gehen wir jetzt auf die andere Seite, weil dann müsste ich eigentlich jetzt vorne soweit eigentlich durch sein. Natürlich. So, ich glaube, ich habe aber sonst müsste rein theoretisch vorne das Auto jetzt wieder soweit zusammengebaut sein. Wenn ich richtig im Kopf habe. Ich gucke jetzt gerade mal nach unten schnell. Keine Sorge, ich baue das auch vorne noch zusammen. So, jetzt muss ich gerade gucken, ob da noch irgendwas fehlt. Doch, hier vorne fehlen nämlich noch ein, zwei Teile. Anlasser rein. Jetzt machst du hier alles mehr. Der Doppellader noch rein. So, rein theoretisch habe ich alles, oder? Ich jetzt oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Warte mal. Da ist noch ein Teil, was fehlt. Die Gummibuchse. Keine Sorge, die kommen hier auch noch rein, alle. Rein theoretisch. Gefühl fehlt aber noch ein bisschen was. Warte mal. Schon, das war's schon hier vorne. Okay. So. Und die Plate auch dran. So, da kann ich mal gucken, ob ich die zu vorne zu habe, weil dann geht es nämlich hinten noch weiter. Aufhängen. Einmal die alles montieren. So, der geht drauf. Jawohl. Ich baue jetzt nach und nach die ganzen Teile wieder zusammen. Da ist noch irgendwas, was fehlt. Da kommt noch ein Lenkungslenker rein. Zusammenbauen ist ja immer das Einfache. Das ist ja nicht das Problem. Weil umso mehr. Ich muss gleich gucken, was in dem Inventar da ist. So, gucken, habe ich hier noch irgendwas fehlt. Hinterachsträger, Radlager rein. Bis vorher das vergessen. Radnamen, Deckel rein. So, Bremsscheibe drauf. Jo. So, Fakt ist, dass wir jetzt da soweit noch nicht durch sind, weil hier hinten noch ein Querlenker rein muss. Ich glaube, hier unten haben wir noch irgendwas Weißes, oder? Sehe ich das richtig? Ne, das ist nur so vom Auto her. Okay. Jetzt gucken wir mal die andere Seite schnell noch, dass ich, weil da ist ja, habe ich auch alles auseinandergebaut noch.
Und weiter geht die Reise mit dem Ding hier. So, Querlenker rauf. Rein damit. Mit dem nächsten Teil. Hier kommt noch ein Stoßdämpfer drauf. Wie gesagt, ich habe alles so rausgenommen, was rot ist. Ich habe noch nicht. Und da sagt mir gerade, der baut einfach wieder ein. Fülle alles einfach rein. Ja, gut, baue ich wieder ein. Mir egal. Wenn er nur die paar Sachen haben will. Entschalldämpfer drauf. So, da oben ist auch irgendein Lager, was da rein muss. Jetzt kann nämlich die Feder drauf. Und dann kann die Federunterlage drauf. Und dann müsste das hier hinten soweit wieder toll sein, weil da kommt nämlich der Linkslenker noch drauf. Dann machen wir die nämlich zu. Und jetzt hoffe ich, dass ich keinen Teil mehr vergessen habe, was irgendwie jetzt drauf damit. Radnabe, Rad. Ne. Warte mal, Radschenkel. Hier ist noch irgendwas. Die Koppel, eine weitere Koppelstange. So, und noch ein Radlager rein. Rad nach dem Deckel drauf. Die Bremsscheibe drauf. Das drauf. Sattel. Jo. So, jetzt hoffe ich, dass ich dann alles habe. Jetzt gucke ich gerade. Da fehlt aber noch ein bisschen was, oder? Was fehlt denn da noch? Irgendwo fehlt noch was. Dass der mir gerade zickt. Die Scheibe. Weil irgendwo kann ich noch keinen Reifen drauf machen. Warum auch immer. Jetzt habe ich dann noch ein Inventar. Was habe ich da noch drin? Die ganzen Sachen habe ich drin. Die Bleilagerdecke. Oh oh. Die Bleilagerdecke von unten. Und noch diverse Gummilagerbuchsen. Federn. Ja gut, okay. Dann müssen wir da noch ein bisschen was umbasteln. Ich guck gerade. Ah, doch, okay. Ich dachte, dass ich jetzt noch nicht drauf tun kann. Mhm. So, jetzt hoffe ich, dass der. Ich gehe jetzt noch mal durch, damit ich nicht irgendwas vergessen habe. Warte mal, ich gucke jetzt gerade in den Auftrag für das Auto hier. Rein theoretisch. Ich muss das Öl untermachen. So, dann kann ich jetzt auch Öl machen schnell, damit das Auto eigentlich fertig sein. Oh, upsi! Dann sollte man, dann tue ich die Karre nochmal hochmachen.
Weil da gibt es keine Ölwanne verbaut. Versuchen wir es mal runter zu. Nein, ich will nicht runter, ich will ihn hoch versetzen. Da gibt es doch keine Ölwanne verbaut, warum auch immer nicht. Geht die über die Hinterachse, die Ölwanne? Ich nicht, oder? Die Ölwanne hin, geht da. Was ist die denn hin? Ich bin blöd, oder? Ja, vorne müsste die sein, eigentlich. Ein Fitter war doch was im Auto, oder? Natürlich, wenn die Dinger noch fehlen, dann kann er natürlich noch keine Ölwanne drunter. Du solltest sie eigentlich nicht runter machen, sondern drauf machen, aber gut. Natürlich kann er noch keine Ölwanne drunter. Da war ich wieder zu schnell. So. So. Gut, dann gehen wir die. Genau. Ölwanne drunter. Sonst wird das ja nicht. Dass ich jetzt alles habe. Guck mal, im Inventar eigentlich sollte jetzt eigentlich nichts mehr drin sein, was da. Ich hab Puffer-Feder. Warum habe ich immer noch Federn drin? Federn und welche Teile. Und welche Querlenker. Warum? Zweile. Warum? Zweile. Habe ich die scheiß Teile noch da drin irgendwo? Keine Höhe? Keine Ahnung. Natürlich, weil hier noch was fehlt. Ist da hinten noch was? So, gucken wir mal hier auf der anderen Seite. Wie gesagt, ich mache mal das zusammen in der nächsten Folge zu Ende.